Yo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World The Game. Ja, ist schon Ewigkeiten her und ja, es wird wieder Zeit für ein neues Video. Ja, also, ach und kurze Info, ihr seht ja links und rechts die Bilder. Da werde ich noch demnächst halt ein Design fertig machen, damit es halt ein bisschen schöner ausschaut. Und ja, ich denke mal, dann wird es alles ganz gut sein. Hoffe ich doch mal. Und ja, es geht wieder weiter. Ich habe, nicht wirklich vorbereitet, aber ich hatte ja noch einiges im Petto. So, deswegen halt. Und ich weiß dazu, ob ich da überhaupt schon ein Video dazu gemacht habe. Es gibt einen Battle Pass. Oder kein Battle Pass, sagen wir, ein Season Pass hieß es, oder? Glaube ich jetzt. Also, man kann es aufwerten, werde ich halt dementsprechend aber nicht tun, weil, schauen wir mal ganz links, also, auch wenn man kostenlos macht, kriegt man trotzdem die ganzen Punkte zusammen. Ich habe es noch nicht ganz voll, dennoch ist es sehr, sehr einfach, die zu bekommen. Man muss halt einfach die ganzen Missionen machen, ne? Also die Mission, dann die Mission und die Mission. Ich habe noch 2 Tage Zeit, aber ich denke, ich sollte es trotzdem eigentlich schaffen, weil ich muss jetzt hier nur 2 Missionen machen und dann war es das eigentlich. Ich mache das kurz mal. Gucke mal. So, das bedeutet, das können wir jetzt ganz kurz einsammeln. Jetzt muss ich nur ganz kurz ein paar Amphibien hochbringen. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr... Ja, guck mal, das geht ja richtig schnell. Also da kriegen wir gut 600 Punkte. Und ich glaube, bei 7000 noch was Punkte kriegt man halt den Pteranodon. 2. Generation. Bin ich gespannt. So, mal gucken. Ich habe jetzt nicht genau auf die Zahl geachtet. Aber, okay, schau mal, das haben wir bekommen. Okay, hier haben wir noch eine Mission. Ja gut, nimm Community teil. Und, okay, das haben wir jetzt. Dann VIP, Session und, oder Season. Nee, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. So, wir haben jetzt 6800. Das bedeutet, bam, wir brauchen jetzt nur noch ein paar Punkte. Und dann haben wir den, ja, Pteranodon, 2. Generation. Ich finde auch, also auch wenn man jetzt kein VIP ist, eigentlich habe ich nicht viel gespielt. Und auch ohne VIP kommt man da sehr, sehr schnell hoch. Wir müssen nur noch 8 Ziele. 1, 2, 3. Egal, kriegen wir hin. Ja, was habe ich vor? Ihr kennt ja den hier noch. So, und ich habe, wie soll ich sagen? Ich habe 8 Stück. Bedeutet, wir können ihn komplett hochbringen. Ich kann jetzt gleich nochmal zählen, weil es kann auch sein, dass ich mich verzählt habe. Dennoch haben wir dann die zweite. Warte mal, Superkreuzung. Hatten wir eine Superkreuzung schon mal komplett hochgebracht? Weil das ist ja so wie der Indoraptor. Und ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Okay, er sieht jetzt von der Farbe her jetzt nicht so speziell aus, oder? Ja, doch, hat einen Ticken Veränderung. So, 1, 2, 3, 4, dann 5, 6. Oh, oh. Es fehlt einer. Oh, warte mal. Hol den. Nein! Es fehlt. Na, ist egal. Ich glaube, ich habe noch ganz andere Dinos hier vorbereitet. Hoffen wir es mal. So, hier haben wir zum Beispiel einen. Den könnten wir jetzt ganz kurz entwickeln. Ich glaube, ich würde sagen, sofort kreuzen. Weil, ja, könnte halt sein, dass es ein bisschen teuer wird. So, aber dennoch. Ein Area. Da bist du. Und ich hoffe, du kannst dich entwickeln. Das können wir auch nochmal gleich gucken, weil ich glaube, ich habe den einen oder anderen, den wir gut entwickeln können. Und ja, das machen wir halt ganz normal. So, 47 ist halt nicht teuer. Ich habe genug noch. Und ja, genug Geld, ich habe genug Essen. Und ich habe einen Trick. Ey, alle, die VIP haben, wenn ihr, wenn euch Essen fehlt und ihr habt genug, Geld, dann passt mal auf. So, sehr schön. Also, den machen wir jetzt ganz kurz nochmal hoch, weil der soll jetzt halt ja die letzte Stufe erreichen, ne? Wie gesagt, wir haben genug Essen, ne? Und ja, sofort kreuzen bitte. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er ausschaut. Ey, aber schade, dass sie die Superkreuzung nicht machen kann. Ich habe mich so drauf gefreut. Aber, ey, er sieht aus wie ein kleines Monster. Sieht schon nicht schlecht aus. Einmal platzieren, bitte. Wir wollen dich halt im Ganzen halt mal sehen. Und, ja, that's him. Es geht an sich. Also, ist jetzt nicht so heftig. Und guck mal, Helikorpion. Dann könnte man ihn hier eigentlich auch herstellen. Ich sag mal so, ja gut, er ist gar nicht mal so schwach. Oh, dankeschön. Oha, ich krieg meine ganzen Dollar wieder. Aber stimmt, die Kreuzung. Wir können safe noch mehr machen. Und hier, ey, ganz ehrlich, knall ich auch komplett auf die 40. Stufe hoch, weil ich zeige euch, wie man genug Essen bekommt. Ich bin leider zu spät drauf gekommen, aber es hatten ja früher auch schon mal welche geschrieben, hier macht dies und das und so weiter. Ich habe es auch gemacht, aber im anderen Sinne. Und zwar, ihr kennt ja diese Handeln hier. Das kann man ja hier, das hier kann man gut mit VIP machen. Und ich nehme einfach Münzen, Futter
bam, kaufen, ist mir egal halt wie viel es ist und das mache ich halt dann die ganze Zeit, zack, wieder eine Million und man kann ja sein Geld so schnell hochbringen, dass es schon, wie halt, das ist schon böse, sagen wir es einfach mal so. Und ja, dementsprechend, ja, versuche ich jetzt auch nochmal das hier irgendwie hochzubringen. Oh, Alter, so oft mal Flugsaurier einsetzen, ist schon krass. Na, ist egal, pass auf. Wir haben davon genug Punkte. Aber warte mal, kann ich denen schon... Nee, kann ich noch nicht. Okay, guck mal. Den Gigakill, wie auch immer er heißen mag, den könnten wir jetzt auch herstellen. Dann hätten wir auch schon mal was komplett Neues. Wo ist er denn? Ich weiß, der ist hier oben irgendwo. Da ist er doch. Also, er ist wunderschön. Eigentlich würde ich ihn ungern weggeben, weil er ist einer von den Pflanzenfresser, die ich halt wirklich mag. Ich denke aber mal, da wir ja wirklich halt alles sehen wollen, werden wir ihn kreuzen einfach. Und ja, wir können ihn sogar zweimal machen. Deswegen einmal drauf da, verbinden, sofort kreuzen und dann lass ihn doch einfach mal loslegen. Er sieht halt eher aus wie ein, nicht Pacific Rim, aber, oder? Hi. Doch, er sieht irgendwie aus wie jemand vom Pacific Rim, aber nicht irgendwie wie ein Dino. So, du kommst natürlich da oben hin. Ich muss die mal ein bisschen sortieren, damit die mehr so, ja, wo die Guten sind halt und so weiter. Das muss ich halt mal besser machen. Aber ja, that's him. Er sieht dementsprechend, ja, er sieht schon ganz gut aus. Das Gesicht, ja, hat schon irgendwie was, aber nicht wirklich wie ein Dino, sondern halt wirklich wie ein... Ja, stellt euch mal vor, er wäre 100 Meter groß. Dann könnte der echt ein Kaiju sein. So, dann isst einmal bitte. Ja, komisch. Du siehst jetzt nicht wirklich speziell aus, als ob es so Pflanzen ist, aber... Lass hier einfach mal durchgehen. Ey, der hat sogar Zähne, die ragen sogar vorne raus. Also, ey, was haben sie mit dir gemacht? Okay, so. 3110 zu 500 noch was. Okay, dann würde ich sagen, dass wir noch einen herholen. Sofort. Bam. Einmal raus mit dir. Und dich kreuzen wir dann auch nochmal. Ich will kurz gucken, wie stark du bist. Bam. Easy peasy. Dann einmal bitte. Zack. Das ist er. Schöne Farm hat er bekommen. Und er wird stark. Er ist strong. Achso, ja, stimmt ja. Da war ja was. Owen, bitte. Dankeschön. So. Ja. Zack. Ich muss das echt hier im Real Life. Ihr könnt mich hier halt nicht sehen. Aber ich muss echt mal hier alles so ordentlich machen, damit ich hier solche Videos halt mit dem iPad gut aufnehmen kann. Und ich hoffe, wie immer, links und rechts, das Bild stört euch nicht so wirklich. Weil man kann das mit dem iPad halt nicht anders machen, ne? Ich glaube, mit einem von Samsung, so ein Tablet, wäre es gegangen. Wäre es gegangen. Also hätte es auf jeden Fall funktioniert. Weil das Bild halt ganz anders aufgebaut ist. Aber auf dem iPad geht es halt nicht. Finde ich halt irgendwie einen Ticken schade. Aber finde ich auch nicht halb so wild. Weil gerade jetzt, wenn ich das Ding vor mir halte, es ist halt, ja, es ist halt schön anzugucken. Und ganz ehrlich, es ist übelst hochwertig, also muss man schon sagen, ne? Aber ja, so, das hier ist er und ich würde sagen, du wirst auf jeden Fall jetzt kämpfen müssen, ne? Und dann müssen wir gucken, dass wir jetzt ganz kurz, ja, das noch mit dem Dings hinbekommen. Wir werden so machen und dann würde ich sagen, nehmen wir ihn einmal und wir starten. So, Irritator, moin moin, du wirst, ja, es tut mir leid, du wirst sterben mit einem Schlag. Es tut mir leid. Ach, und in Zukunft wird auch sowas wie Spiele kommen wie Brawl Stars. So eine Art Random Video. Dragon City habe ich letztens auch wieder was aufgenommen. Dragon Mania Legend. Monsters. Ach, und da wird noch so viel kommen. Also deswegen halt, seid gespannt. So, wir machen zweimal. Ich habe gerade nicht aufgepasst, weil ich gerade so... Ihr kennt mich ja. Wenn ich rede, dann verliere ich einfach die Kontrolle über mein Denken, beziehungsweise vergesse ich dann, was ich gerade gesagt habe. Aber nicht immer, aber immer öfters. So, Supersaurus, warte mal, haben wir den eigentlich schon? Er hat ja optisch eine richtig schöne Farbe. Macht gut was her, auch wenn er mehrere hat. Dennoch, sieht gut aus. Wir wechseln nochmal. Ne, warte mal, wir wechseln jetzt nicht. Wir gehen noch einen Ticken weiter hoch. Blockieren ein bisschen. Er soll seine ganzen Angriffe verschwenden. Und vielleicht macht er das ja jetzt sogar. Er hat ja 5 Punkte. Was tust du? 4 Punkte hat er eingesetzt. Perfekt. Und somit können wir jetzt... Ja. Giga Kylo Cephalos. Ich nenne ihn einfach, ja, keine Ahnung, Cepha. Warte mal. Giga kann ich ihn ja auch nicht nennen. Das macht ja gar keinen Sinn. Pass auf, wir greifen einfach mal an. Und es war klar, dass wir es schaffen, ne? Yo, Schönling. Let's go. Naja, so schön ist er jetzt auch nicht. Aber es geht schon. Schönes Monster.
Und ja, der eine oder andere mag jetzt sagen, ah, er sieht doch aus wie ein Dino. Nein, sieht er nicht. Er sieht aus wie ein Kaiju. Ach ja, stimmt. Hier, warte mal, einlösen. Schade, dass ich die Mission schon fertig habe, sonst hätten wir das ja eventuell hier irgendwie schaffen können. So, das mache ich halt wie immer, weil ich hoffe immer auf der Hoffnung, dass ich da vielleicht ja doch noch irgendwas bekomme. Hier, das ganz ehrlich, dieses Drehen gibt mir nur ein Pack, weil dann kann ich halt vielleicht ein paar Dollar oder so rausbekommen. Naja, siehste, war nicht nötig. Die Punkte sind ganz gut. Jetzt dreht es noch einmal komplett hoch. Zack, jetzt dürfen wir natürlich nochmal drehen. Aber da ist auch eigentlich das meiste. Habe ich alles? Oh, Supersaurus hätte ich gern genommen. Davon habe ich eh keine Ahnung, wie viele, aber ja. So, und jetzt will ich das kurz irgendwie hochbringen. Hey, gucke mal, ich habe einen guten Pack bekommen. Das bedeutet ja, ich muss keinen weiteren Pack aufmachen, außer einmal kurz die Werbung angucken. Denn man muss ja immer halt eine Mission machen mit... Ah, öffne 3 Packs, haben wir sogar schon erledigt. Und 7000 Punkte, das bedeutet, wir sind nicht mehr weit entfernt von, ja, das, was wir halt gebrauchen können. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wir haben jetzt das fertig. So, und jetzt haben wir eigentlich die Mission auch fertig. Das bedeutet, dass wir jetzt den Pteranodon haben. Also, eigentlich müsste es jetzt ja funktioniert haben. So, einmal hier weg. Und es hat es reicht sogar. Ey, wir sind sogar drüber. Oh mein Gott. Leute, haltet euch fest. Einmal beanspruchen, bitte. Und wir haben jetzt den Pteranodon zweite Generation. Einmal beanspruchen. Ein wunderschönes Pack. Kann man nicht sagen. Und ja, 5. Oh mein Gott. Oha. Okay, okay, okay. Nehme ich halt gerne an. Und ja. Ja, okay, Software-Update, das mache ich noch. So, 2600. Alter. Okay, ey, ich find's cool, dass sie das eingebaut haben. Klar, Aufwertung, mal gucken, wie teuer ist das? 10? 10 für was genau? Für diese paar Dinger? Lohnt sich keine 10 Euro, oder? Mal gucken, was ist hier drin? Nee, 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 nee. Also, ich sag mal so, es hätte sich gelohnt, ja, wenn man das hier, dass man sozusagen das hier nicht als Pack bekommen hat, sondern vielleicht, dass man irgendwie einen Pteranodon nochmal bekommen hat. Oder vielleicht auch freigeschaltet bekommt. Weil wir haben ihn ja jetzt sozusagen nicht freigespielt. Wir haben ihn nur einmal bekommen und das war's eigentlich. Aber wir können ihn uns ganz kurz mal angucken. So, da ist er. Einmal sofort ausbrüten. Und mal gucken, wie er ausschaut. Okay, er sieht besser aus. Er sieht wirklich besser aus. Er sieht halt nicht so aus wie ein Schandfleck sozusagen gefühlt. Weil der normale Pteranodon sieht jetzt, ich sag mal, in der ersten Stufe nicht so gut aus. Aber vom Aussehen her sehen sie doch gleich aus. Die Farbe ist halt ein Ticken anders, gell? Aber ansonsten, ja, hat sich nicht viel getan. Wir können ja gleich nochmal den normalen angucken. Aber ich glaube, da hat sich halt wirklich nichts getan. Ich denke mal, von der Stärke her wird es auch nicht irgendwie groß sein. Und haben wir ihn jetzt freigespielt? Nein, haben wir nicht. Cool. Wofür habe ich es überhaupt gemacht, Kappa? Da schaut, das ist der Pteranodon halt jetzt in seiner jetzigen Farbe. Also die 1 geht ja doch eigentlich. Also sieht jetzt nicht so schlimm aus. So, jetzt können wir ja ganz kurz mal gucken. Den Mastodon, den wollte ich doch nochmal hochbringen hier. Ach, jetzt weiß ich, wen ich hochbringen wollte. Und zwar ihn hier. Sofortige Kreuzung. Ah, ich hatte es komplett vergessen, aber... Ja, ich glaube, das war er hier. Ich mochte ihn und hatte gedacht, okay, für die nächste Folge kann ich den noch entwickeln. Und ja, ey, von der Farbe her sieht er richtig gut aus. Hey, habe ich den schon mal gesehen? Ich glaube eher weniger. Ey, der sieht aber verdammt gut aus. Die Farbe, Aussehen Bombe. Dann platzieren wir dich doch mal. Du kleines, hübsches Wesen, du. Und ja, ey, ganz ehrlich, kann man da noch irgendwas sagen? Nee, oder? Also, es sieht ja Bombe aus. Also, keine Ahnung, was ihr zu dem sagt, aber ich finde, bis jetzt, also was wir heute gesehen haben, ist er der Schönste. Man soll halt nicht immer vom Aussehen ausgehen, aber ich denke mal, alle haben natürlich da keinen guten Charakter. aber an sich, ey, er sieht top aus. So, dich wollen wir jetzt aber auch ganz kurz ganz nach oben bringen. So, maximale Stufe 3610 zu 607. Ja, könnte natürlich ein Ticken besser sein, aber er ist ja jetzt nicht einer der heftigsten, sozusagen. Dennoch, ey, ganz akzeptabel, muss man wirklich sagen. Ich kann man nicht kombinieren? Echt nicht? Oha. Okay, ey, cool, dann heißt es ja, dass wir ihn behalten können.
Also habe ich natürlich nichts dagegen, ne? So, dann wollen wir ihn doch auch nochmal ganz kurz sehen und mal gucken, was er so drauf hat. Wir nehmen natürlich einen Indoraptor mit. So soll es auch sein. Dann können wir ruhig ihn nochmal mitnehmen. Und dann, ja, ihn hier natürlich. Let's go! Rein da! Ach, hi! Ja, dich hatte ich vorhin auch gehabt, aber ich habe dich leider weggeben müssen, okay? Es tut mir auch furchtbar leid. Dennoch, das Spiel hat es von mir verlangt. Ja, ja. Ach, es kommt ja bald der Kinofilm ja in den Kinos. Ich hoffe, ihr werdet alle dort reingehen. Und ich gehe auch rein. Natürlich nicht sofort am ersten Tag, weil da wird mir ein Kino halt zu voll sein. Und wie heißt es jetzt? Ich bin gespannt, was die halt dann hier für ein Update raushauen. Weil es wird, denke ich mal, ein krasses Update geben. Und den Giga gibt es hier natürlich schon. Aber das heißt noch nicht, dass der Giga halt nicht hier reinkommen wird. Ich denke mal, es gibt so eine... Also ich weiß auch nicht, ob sowas schon gab oder so. Also so ein Update-News. Ich denke mal, es wird ein neuer Giga hier reinkommen. Vielleicht ändern sie den ersten. Ich glaube zwar eher weniger, weil der halt echt schwach ist. So. Und ich glaube, den will halt echt gar keiner haben. Dennoch freue ich mich drauf, den neuen Giga hier im Spiel zu sehen. Und ja, was doch im Film so vorkommt, man hat ja schon im Trailer gesehen, halt Raptoren und. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, wer die Trailer halt noch nicht gesehen hat, so. Deswegen halt, ne? Halt mache ich jetzt einfach mal einen Stopp. Und ja, aber ich bin gespannt, der Film wird, denke ich mal, einer der besten sein, vielleicht. Aber erstmal gucken, weil ich will viel Wald sehen. Aber was man schon gesehen hat, ist halt, wow, wow. Und stimmt, ob dann... Ja gut, kann ich auch nicht sagen, aber ob das vorkommt... Ja, ich sage nur Baby. Und mehr sage ich halt nicht. Und ja, gut. Ob das hier reinkommt, ich denke eher weniger. Aber würde mich halt echt freuen, ne? So als... Vielleicht als Statue oder so. Irgendwas, ein kleinen, so eine Art Easter Egg. Irgendwie. Ja gut, dann würde ich sagen, wir haben alles geschafft. In 2 Tagen noch was. Ich hoffe, da kommt wieder irgendwas anderes. Aber ich denke mal schon, durch den Season Pass hast du 28 Jahre Missionabschließung und Inhalte. Blablabla. Es kann sein, dass halt in ein paar Tagen wieder Neues kommt. Würde mich halt tierisch freuen, wenn das halt so ist. Aber ja, wir haben wieder was geschafft. Stimmt eigentlich, konnten wir davon... Wie viel haben wir denn davon noch? Ja gut, heißt wieder ein bisschen sparen, wa? Okay, hiervon haben wir... Nee, 3000. Ey, wir können fast 4 Stück davon holen. Wir haben jetzt 2 Stück. Ja gut, das heißt noch ein bisschen sparen. Aber ey, dennoch, wir haben einiges geschafft. Wir haben eine neue Superkreuzung. Warte, ist ja eine Superkreuzung, oder? Oder sehe ich das falsch? Sage ich jetzt einfach mal so. Doch, ist eine, weil Käfig halt so, ist ja halt so rotmäßig. Und deswegen halt. Ich habe, wie gesagt, schon lange nicht mehr aufgenommen. Deswegen halt, verzeiht mir. Also, ich hoffe trotzdem, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.